Zeichen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Diesmal nochmal aus Italien und zwar aus Siena. Heute mache ich, sondern wenn ich daheim bin, zu diesem Vorspann, da gibt es einen italienischen Spinat. Der ist sehr würzig und bekannt. Im Hintergrund, wenn es da ein bisschen laut wird, da hört ihr die Autos von irgendeiner Oldtimer-Rallye. Da zeige ich euch dann ein paar Bilder dazu oder einen kleinen Film dazu. Und ich zeige euch heute die Schönheiten von Siena und die Süßigkeiten von Siena. Und da gehen wir jetzt los, und zwar ins Café Nanini. Kommt's mit! Und so sollte mein überbackener Spinat jetzt dann werden. Und das sind all die Zutaten, jetzt runtergerechnet für zwei Personen, die ich jetzt dazu brauche. Der Spinat, der schaut jetzt da allmächtig aus. Das sind 500 Gramm, aber das ist gerade ganz wenig. Da braucht man nicht meinen, dass das ein bisschen zu viel ist. Also ich brauche einen Blattspinat, ich brauche einen frisch geriebenen Parmesan, Butter, Olivenöl, Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer. Und dann müssen wir noch eine Soße machen. Das ist so eine Art Bechamelsoße. Brauchen wir auch noch mal Butter, Mehl, Milch, Zitronensaft, Muskatnuss, Salz und Pfeffer und dann noch ein bisschen Parmesan. Der gewaschene, noch nasse Spinat, der kommt in einen großen Topf und der muss jetzt da zusammenfallen. Und schaut her, das geht jetzt wahnsinnig schnell, die Hitze ist groß und das Zusammenfallen geht schnell. Den gebe ich jetzt in ein Sieb und lasse ihn abtropfen. Das Öl in der Pfanne erhitzen. Da kommt jetzt mein Spinat dazu. Eine Knoblauchzehe hineinpressen. Ein Stückchen Butter dazu. Und salzen und pfeffern. Für die Soße die Butter schmelzen lassen. Dazu kommt jetzt das Mehl. Nach und nach mit der Milch aufgießen. Mit ein bisschen Muskatnuss würzen. Salzen. Pfeffer. Ein Parmesan dazugeben. Und ein bisschen Zitronensaft. Die Soße kommt jetzt über den Spinat. Dann noch mit Parmesan bestreuen und dann kommt das Ganze bei 180 Grad Umluft 5 Minuten in den Ofen zum Überbacken. Und könnt ihr euch nur ans erste Beutel erinnern, an den Spinat aus dem Buch? Der schaut doch fast genauso aus. Und ich glaube, dass er ganz gut schmecken wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und pfiat euch bis zum nächsten Mal. Anna, es gibt ja nur Wiedersehen von der Toskana. Joi! Pfiat euch bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen.
Bei meinem ersten Film aus der Toskana, und zwar bei der Pilzsuppe, habe ich euch doch versprochen, dass ich euch ein bisschen was übers Hotel erzähle, weil das jetzt nicht so ganz besonders gut war. Es war ein 4-Sterne-Hotel, aber es war total abgefragt. Das Essen war nicht gut, aber die Zimmer waren noch viel schrecklicher. Da zeige ich euch jetzt einen kleinen Film und wie es damals war. Das sind übrigens Bilder aus dem Internet, so schön fotografiert. Auf der Busfahrt dorthin haben wir einen Fahrer gefragt, in welches Hotel kämen wir denn überhaupt? Ja, er hat gesagt, er hat das erst vor 2 Tagen erfahren, das ist das und das Hotel. Gleich habe ich geschaut, was das denn, wie denn das in die Rezessionen ist. Naja, die einen sagen ganz schlecht, die anderen sagen super gut. Naja, kann doch gar nicht viel schief gehen. Ich habe jetzt meine erste Nacht da verbracht im Hotel und ich muss euch ein paar Sachen zeigen, denn sowas habe ich noch nie gesehen als wir in diesem Hotel. Hier haben wir einen wunderschönen Stuhl, wahrscheinlich 70er Jahre, kommt man bei Bares Ferraris vielleicht feigern, aber das erste Mal, wenn du dich reinsetzt, da meinst du, er geht auseinander. Alles bewegt sich, auch der Tisch. Sitzt es, dann habe ich da, jetzt geht er direkt schon auseinander, da ist jetzt der tolle Kühlschrank, der so bewertet wird, so toll, da ist ein Loch drinnen, da ist der Kühlschrank, was ich sagen muss, Positive, es ist sauber herinnen, da kann man nichts sagen, es ist sauber, das ist aber wirklich das Einzige. Dann haben wir da hier hinten, da ist jetzt der Schrank. Es sind ein paar Kleiderbügel drin, jeder Kleiderbügel verschieden, so Plastikkleiderbügel, ein Spiegel, der schon in die Jahre gekommen ist, auch kaputt. Dann haben wir da zersprengt schon das Holz, man muss auch da so zumachen, dass man da, da sind tolle Schubladen drin. Wie ich da aufgemacht habe, war das Erste, dass ich das in der Hand gehabt habe. Im unteren Schubladen, da ist überhaupt nichts mehr drin. Und dann zeige ich euch noch ein paar Buddeln dazu, wie toll, dass du herinnen ausschaut.